Das aktuelle Magazin hier bei Maregio TV. Dazu heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Sie wissen, 14-tägig erscheinen wir immer mit den Geschichten der Menschen aus dem Kreis. Und wann immer wir die Chance haben, schauen wir natürlich auch diesmal mit der Kamera hinter die Kulissen. Schön, dass Sie uns wieder angeklickt haben. Hier sind die Themen unserer aktuellen Sendung. Zusammen mit den Peperonis aus Hückelhoven schnuppern wir Zirkusluft in der Manege des legendären Zirkus Roncalli, sind hautnah bei einer Tatortbesichtigung und lernen die Arbeit eines Detektivs kennen und sind dabei, wenn die Wassenberger Bürger ihre Glückswoche erleben. Alles beginnt im Jahre 1975 mit dem unbändigen Willen, den Jugendtraum vom eigenen Zirkus zu verwirklichen. Aber es soll nicht irgendein Zirkus werden, es soll etwas Besonderes werden. Seit über 40 Jahren verzaubert Bernhard Paul nun bereits die Besucher mit seinem Zirkustheater Roncalli. Und mittendrin in dieser ganz besonderen Manege sind die Peperonis aus Hückelhoven. Der Zirkus Roncalli, oder wie es seit 2018 heißt, Zirkustheater Roncalli, steht seit Jahrzehnten für poetische und akrobatische Nummern der Spitzenklasse. Tagtäglich begeistern Artisten, Akrobaten und Clowns die Besucher im 1499 Plätze fassenden Zelt. Roncalli ist nicht nur eine Show, Roncalli ist ein Gefühl, Roncalli ist eine Kulisse. Also wir nennen das immer Roncallisieren. Wenn Sie den ersten Schritt hier schon in dieses Vorzelt machen, dann werden Sie bei einer Show von unseren Künstlern schon begrüßt. Das Orchester spielt, es fliegen noch Konfetti, Seifenblasen, werden rote Nasen gemalt. Roncalli ist einfach von Herz zu Herz. Am Tag der offenen Tür bekommen auch die Peperonis aus Hückelhoven wieder die Gelegenheit, in dieser berühmten Manege zu stehen. Während im Zirkuszelt die Besucher bereits vom live spielenden Orchester auf das Programm eingestimmt werden, bereiten sich Patrice und Lukas noch auf ihren Auftritt vor. Ich bin jetzt zum dritten Jahr in Folge dabei, aber die Aufregung ist natürlich immer noch riesengroß. Lukas Sachse, der schon einige Erfahrungen in der Zirkusmanege sammeln konnte, hat von seiner Zukunft eine glasklare Vorstellung. Also meine Ziele sind natürlich, später im Zirkus aufzutreten, mit herumzureisen, auf Saisons angenommen zu werden, mitgenommen zu werden und dann auch dieses Zirkusleben so richtig mal auszuleben. Und mittlerweile trete ich auch zwischendurch bei Weihnachtszirkussen auf, beispielsweise bei dem Ludwigshafener Weihnachtszirkus im vergangenen Jahr. Und so setzt er sein Zirkusleben Stück für Stück in die Tat um. Dies machte auch Bianca Schiff, die 1999 als Lehrerin an das Hückelhofener Gymnasium kam und kurz darauf die Zirkus AG ins Leben rief. Bis heute fiebert sie mit gleicher Begeisterung den Auftritten ihrer Schützlinge entgegen. Wir haben gerade die letzten Details für unsere Aufführung besprochen. Wir sind jetzt schon zum wiederholten Male hier und wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Es ist mittlerweile so, dass wir mit Roncalli sehr gute Kontakte haben und in diesem Jahr auch tatsächlich angeschrieben wurden, ob wir denn nicht Lust hätten, hier in Mönchengladbach aufzutreten. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Ja, jetzt sind wir alle ganz aufgeregt. Die Kinder sind schon backstage. Die Musik ist geklärt, das Licht ist geprobt. Jetzt kann's losgehen. Zuvor zeigen die Bello Sisters noch einige Ausschnitte aus ihrem Programm und begeistern auch ohne Show-Outfit mit ihrer meisterhaften Equilibristik. Dann wird es ernst für Patrice und Lukas. Noch wenige Augenblicke, bis sich der schwere rote Samtvorhang öffnet und es heißt Manege frei für den Zirkus Peperoni aus Hückelhoven. Professionell werden auch die beiden Gastakteure mit einer ausgefeilten Ton- und Lichttechnik bei ihren Auftritten begleitet. Bei ihrer Arbeit kommt auf Thomas Henker und seine Kollegen oftmals auch so einiges zu, denn ihre Aufgabe ist es, die Technik immer im Griff zu haben. Ist manchmal nicht einfach. Wir haben die Witterung, Sturm, Wind, das spielt alles immer eine Rolle. Die Wärme, warm, kalt, muss man alles mit bedenken.
sehr oft ist Wasser das Problem. Aber kriegen wir immer irgendwie in den Griff. Ist immer machbar das Problem, immer lösbar bis jetzt. Bei dieser Besucheraktion am heutigen Morgen ist alles noch recht einfach. Bei den täglichen Vorstellungen ist dann allerdings höchste Konzentration gefordert. Denn manche Auftritte sind auch eine Herausforderung für die Technik. Wir sind der erste Zirkus oder das erste Zirkustheater weltweit, das mit einem Roboter arbeitet, der im Zusammenspiel mit einem Akrobaten auftritt. Oder wir sind der erste Zirkus weltweit, der Tiere als Holographie in die Manege zaubert. Einige der Höhepunkte, die Roncalli so besonders macht. Doch auch ganz ohne Roboter und Hologramme schlagen sich Patrice und Lukas bestens. Zu Recht sind alle begeistert und äußerst zufrieden, aber auch ein wenig selbstkritisch. Ich fand unsere Jungs auch ziemlich gut bei der Aufführung, wie sie das gemacht haben und wie sie so schön mit dem Publikum gearbeitet haben. Ich fand das sehr schön. Ich fand die Show ganz gut, gab viele tolle Nummern, war mit meiner relativ zufrieden, aber man hat immer noch einzelne Sachen, wo man noch was dran machen kann. Und die Jonglagenummer von Lukas war auch verdammt gut, finde ich. Kleinigkeiten sind ja natürlich nicht auszuschließen, aber daran darf man sich dann ja auch nicht zu sehr festhalten, weil ansonsten macht man sich das alles auch noch so ein bisschen kaputt. Aber so ein bisschen gehört ja auch dazu, es kann ja nicht alles perfekt sein. Mit einem nahezu perfekten Auftritt beendet die junge Ellie den Tag der offenen Tür, als sie mit ihrem großen Vorbild, der wundervollen Quincy Azario, gemeinsam das Publikum begeistert. Dann ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Manege frei für die Peperonis. Wissen, worauf es ankommt. Dr. Hahn, Bänder für Metall- und Kunststofftüren. Die Menschen im Unternehmen sind die Quelle unseres Erfolgs. Verantwortungsvolle Tätigkeiten an hochmodernen Maschinen. Und die persönliche Identifikation mit den Aufgaben lässt uns noch besser werden. Aus hervorragenden Ideen werden erfolgreiche Produkte. Und ein reibungsloser Arbeitsablauf schont Zeit und Ressourcen. Werden auch Sie Teil dieser erfolgreichen Entwicklung? Einmal einen richtigen Tatort besichtigen, hautnah einen exklusiven Einblick in die Arbeit eines Detektivs bekommen und die Techniken der Spurensicherung kennenlernen. All das und viel Interessantes aus dem Alltag eines Detektivs erfahren wir im Workshop von Alexander Schrumpf, dem Inhaber der Detektei Adler. Der Detektiv, ein privater Ermittler, der im Rahmen der Beweissicherung, beispielsweise durch Observationen, Recherchen oder Befragungen, gerichtlich verwertbares Beweismaterial zusammenträgt. Für Alexander Schrumpf bereits seit mehr als 2 Jahrzehnten sein Tagesgeschäft. Das Schöne an dem Beruf ist die Vielseitigkeit. Das Arbeitsfeld ist wirklich riesig. Im Groben und Ganzen ermitteln und beobachten wir. Bei der Beobachtung gibt es natürlich auch ganz große Unterschiede. Ist man irgendwo im Auto und fährt wirklich jemanden nach, wie man das so kennt, so diese typische Observationssituation. Oder wir machen Ermittlungen und das ist natürlich ein Riesengebiet. Den interessierten Besuchern gibt er einen Einblick in die Techniken der Spurensuche und stellt einen Tatort nach, den es so in Wirklichkeit wohl eher nicht geben würde. Es ist natürlich unrealistisch, dass so viele Spuren an einem Tatort sind. Normal findet man eine Spur oder auch Spuren, die man so erstmal im ersten Moment gar nicht als solche wahrnimmt. Aber ich habe mir einfach mal, um dieses Beispiel zu gestalten, von jeder Sorte Spuren, die an einem Tatort vorkommen könnten, einzelne Sachen rausgepickt. Das sind größere Hauptgruppen. Zum einen lose Spuren, die am Tatort eingesammelt werden, wie man das so kennt vom Fernsehen mit Pinzette in Asservatentütchen oder irgendwelche Eindrucksspuren, wenn man eine Werkzeugspur an einem Fenster oder einer Tür hat oder tatsächlich vielleicht den klassischen Schuhabdruck irgendwo in Erde, der dann mit Gips gegossen wird, bis hin zu latenten Spuren, die überhaupt erst richtig entwickelt und sichtbar gemacht werden müssen.
Um das machen zu können, bedarf es nicht nur einer gewissen Erfahrung, sondern auch einer umfangreichen Ausstattung. Dutzende Utensilien für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und manchmal auch mit einer eher überraschenden Anwendung. Ja, also das ist eine kleine Auswahl von den Dingen, die ein Detektiv so brauchen könnte. Und man merkt immer wieder, man hat eigentlich doch wieder zu wenig. Dann jetzt fehlt hier das Fernglas oder so diese ganzen Utensilien, die man zum Beispiel bräuchte, wenn man jemanden verfolgt. Das ist jetzt schon sehr spurensicherungslastig bis hin zur Zahnbürste, um irgendwelche Spuren in Erde zu reinigen oder zum Beispiel auch Haarspray, was immer wieder ein Aufreger ist oder die Leute zum Schmunzeln bringt, mit dem man dann praktisch Spuren in Erde fixieren könnte. Dass man die mit Haarspray fixiert, das ist ja, war mir nicht bewusst. Und bin gespannt, wenn wir gleich noch Fingerabdrücke machen, dass wir da vielleicht auch noch was lernen. Und wie man die am besten erkennt und sichert, ohne sie zu beschädigen oder gar unbrauchbar zu machen, ist von großem Interesse. Denn ein Fingerabdruck ist oft der wichtigste Hinweis auf den Täter. Jeder Mensch hat seinen eigenen, unverwechselbaren Fingerabdruck und kann mit diesem direkt in Zusammenhang gebracht werden. Auch Hiltrud Wessel hat den Dreh schnell raus und entdeckt die Spuren am Wasserglas. Da war ich schon erstaunt, dass das so schnell geht, so zügig geht. Also ich habe es auch selber sofort gesehen, war zwar nicht so komplett, nur so von der Seite, aber das war recht gut zu erkennen. Beispiele und Anekdoten aus seinem Detektivalltag sorgen für eine heitere, manchmal überraschende, aber insbesondere unterhaltsame Stimmung, die zum Nachfragen und Nachdenken anregt. Dabei räumt Alexander Schrumpf auch einmal mit den zahlreichen Vorurteilen und Klischees seines Berufsstandes auf. So ein typisches Klischee ist natürlich, dass der Detektiv hinter fremdgehenden Ehemännern herläuft. Das sind tatsächlich in den Anfragen viel mehr Frauen, die diese Aufträge erteilen als Männer, sogar über 90%. Und das ist natürlich so eine Sache, wo man sich auch wirklich fragen muss, ist das die richtige Arbeit für einen Detektiv? Hat ein Detektiv was in der privaten Beziehung zu suchen? Vor allem seitdem dieses Scheidungsrecht Ende der 70er Jahre revidiert wurde und nicht mehr schuldig geschieden wird, sondern es gibt jetzt dieses Zerrüttungsprinzip und eigentlich ist so eine Ermittlung vollkommen ohne Aussagekraft. Historisch gewachsen, mit Tradition und Erfahrung seit 1885. Wir begleiten Sie als aktiver Partner vor Ort. Innovativ, kreativ und dynamisch. Mit gut ausgebildeten, zufriedenen und motivierten Mitarbeitern. Bankgeschäfte rund um die Uhr. Mit zeitlicher und räumlicher Flexibilität nutzen wir unsere Stärken und machen Ihre Wünsche zu unseren Anliegen. Wir wollen Ihre Hausbank sein. Raiffeisenbank Erkelenz. Die SEWG. Gute Gründe für Wegberg. Attraktive, interessante und familienfreundliche Baugrundstücke. Provisionsfrei und erschlossen für Ihr neues Wohneigentum. Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Standortmarketing sind Teil unserer Aufgaben. Die Wirtschaftsförderung ist unser Service für ortsansässige Unternehmen, Investoren und Hochtechnologie. Die SEWG. Ihr kompetenter Partner in der Region. Wer von uns will wohl nicht auch zumindest ein wenig glücklich sein? In Wassenberg werden die Bürger und Besucher sogar beim Glücklichsein unterstützt. Eine ganze Woche lang gibt es jeden Tag ein bisschen Glück. Wassenberg setzt als erste deutsche Stadt konsequent auf das Thema Glück und hat im niederländischen Nachbarn Röhrdalen einen perfekten Kooperationspartner gefunden. Das kleine Glück wird im niederländischen Röhrdalen schon seit einigen Jahren ganz groß geschrieben. Auch in Wassenberg hat das Thema Glück bereits einen besonderen Stellenwert. Neben einer Glückszeitung und Glücksorten gibt es nun sogar eine ganze Glückswoche, die zeitgleich auch in Röhrdalen stattfindet. Und es finden viele tolle Aktivitäten, Aktionen von so vielen Menschen hier in Wassenberg, in ganz Wassenberg statt, von Kindergärten, von Schulen, von Vereinen, von Bürgern, von Unternehmern. Alle machen mit und das führt die Menschen einfach zusammen und macht glücklich. Glücklich macht bekanntermaßen auch Schokolade, sagen zumindest die einen.
während andere sie eher zu den Dickmachern zählen. Als Mousse au Chocolat, liebevoll von Küchenchef Jörg Savio persönlich hergestellt, wird sie auf jeden Fall fantastisch schmecken. Wenn man dann also hinterher sieht, wie die geschlagene Sahne, der Eischnee, die geschmolzene Schokolade wie eine Hochzeit in die Eimasse reinkommen, ist das also eine sehr schöne Sache, wie sich dann langsam die Farbe verändert, wie sich der Geschmack verändert, wenn man sie warm probiert und wie der Geschmack sich verändert, wenn man sie nachher dann gekühlt hat. Kein Wunder, dass den Teilnehmern bereits das Wasser im Munde zusammenläuft. Doch es bedarf noch etwas Geduld. Dennoch hatte Savio sein Werk nicht vollendet. Dafür hält Frank Sodermanns in seinem Reha-Mobilitätszentrum schon eine ganz besondere Art des Glücks bereit. Mit seinem Team ermöglicht er auch Schwerbehinderten die Teilnahme am Straßenverkehr. Bei uns bekommen Sie diese Woche das Mobilitätsglück, zum Beispiel für Menschen, die einen Unfall hatten, die selbstständige Mobilität zum Führen eines Fahrzeugs mit behindertengerechtem Umbau wiederzuerlangen oder für Menschen, die zum Beispiel noch nie selbstständig mobil waren, die selbstständige Mobilität überhaupt erst zu ermöglichen. Das ist echtes Mobilitätsglück. Aber auch das kleine Glück kommt bei Sodermanns nicht zu kurz. Auf einem eigens angelegten Weg durch das Autohaus sind viele Glücksmomente zu erleben. Wir haben uns einen Glücksweg einfallen lassen mit 7 Glücksstationen, ganz unterschiedlicher Art. Man kann mit den Sinnen das Glück erfahren, spielerisch, kulinarisch, ausprobieren oder wie ich gerade einen kleinen Kurzurlaub machen mit der virtuellen Brille. Und das ist das Tolle daran, dass wir mit so einfachen Mitteln eigentlich den Menschen Glück zeigen können, übertragen können. Und wenn man sich darauf besinnt, auf die einfachen Sachen, kann man das jeden Tag haben natürlich. Auf der Burg Wassenberg ist es endlich soweit. Der Glücksmoment für den Gaumen steht kurz bevor. Dekorativ angerichtet, findet das herrliche Mousse au Chocolat den Weg auf die Zunge und das Glück den Weg zu den Sinnen. Mousse au Chocolat war sehr lecker. Das kann man nicht verleugnen. Ja. Auch bei Stefan Fischer steht Schokolade hoch im Kurs. Weil es einfach lecker schmeckt. Man kann zum guten Glas Rotwein essen und ansonsten schön abends auf der Couch ein Stückchen Schokolade. Das ist immer was Leckeres. Kann man den Tag gut abschließen. Ein Glücksgefühl ganz anderer Art vermittelt Iris Jansen in ihrem Ideenreich. Neben den zahlreichen Dekorationen und Accessoires für das Zuhause verwöhnt sie ihre Kunden vor allem auch mit traumhaften Düften, wie uns Michaela Beckers erklärt. Heute sprechen wir ganz besonders über die Piccolino Traumdüfte, die besondere Glücksmomente wirklich in den Räumlichkeiten ihres Zuhauses bringen. Speziell nur Biodüfte, Naturdüfte oder Parfümöle. Auf diesem schönen Buchenholz werden diese geträufelt und es entsteht ein ganz tolles Raumduftgefühl und somit ja ein Glücksgefühl vom Duft her, wenn man wirklich ins Zuhause reinkommt. Sehr ansprechend, also zu empfehlen. Doch auch körperliche und sportliche Aktivität vermittelt eine Menge Glück. Im Visa Sportsclub in Wassenberg treffen wir Rita Felsen, die als Instructor den Spinning-Kurs leitet. Spinning ist Action pur. Jeder kann mitfahren, ob alt, ob jung, ob trainiert oder nicht trainiert. Spinning ist ein besonders gelenkschonendes Training und hier im Visa haben wir besonders viel Spaß. Die Leute sind total nett und wenn man einmal so eine Actionstunde hinter sich hat, bekommt man einfach den Kopf frei, wenn man einen hektischen Arbeitstag hatte und wird dann hinterher mit einer Portion Endorphin belohnt. In einer Gruppe mit Gleichgesinnten, bei flotter Musik, seinem Körper etwas Gutes tun. Mensch, was willst du mehr? Wenn ich jetzt denke, ganze Tag die Arbeit, der Stress, zu Hause, alles fertig sind, dann denke ich, jetzt gehe ich nach Sport, nach die Kurse meiner super Trainer. Dann bin ich happy. Ich habe immer ein bisschen Sport gemacht, aber habe meine Liebe zum Spinning gefunden. Wir haben hier wirklich klasse Trainer, nette Kollegen. Hier hat man jede Woche Glück, wenn man hier kommt. Und damit sind wir auch schon wieder am Schluss unseres aktuellen Magazins. Ich hoffe wie immer, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Die nächste Ausgabe stellen wir pünktlich ab dem 20. April hier bei Maregio TV
für Sie bereit. Bis dahin wie immer, danke fürs Zuschauen und natürlich eine schöne Zeit.